Ja. Willst du mal vorne drin, damit du vorne steht und schießt? Ja, geht dir so. Okay. Sofort melden! Wiederhole! Sofort melden! Alpha 1, sind Sie da? Unsere Luftunterstützung wurde getroffen und stürzt ab. Welcome! Wake up! Wake up, oppressor! You've nothing to fear. You'll soon be judged, and our people will finally be free! Ah, so there's still some fight left in you. So be it. It doesn't matter. In just a few minutes, nothing'll matter. Go ahead. Pick up that knife. Try to strike me down, you fool! Won't you die? Ah!
What the fuck? Wieso der Typ jetzt auf einmal Englisch redet, so was nicht dauert? Also, Hilfe ist unterwegs. Wir stoßen immer noch auf heftigen Widerstand. Schalten Sie den hohen Kopf aus. Komm schon, wir fliegen schneller. This glass is bulletproof. You can't get to me. You're your pressure. Was ist los? Ah. Du glaubst, du hast gewonnen. Hab ich recht. Aber ich kann dir Tom Bomb, immer Bomb, immer Bomb, immer Bomb, immer Bomb, immer Bomb. Jetzt machen wir nochmal wieder auf Deutsch, ich bin sehr gewundert, ne? Und du? Postkarte schicken wir lange nicht. Willkommen, Soldat. Der Feind wurde geschlagen und entscheidend, Sie haben heute eine Katastrophe ungeheuren Ausmaßes verhindert. Sie sind der Schutzschild, der unsere Welt... Tja, kein Problem, ich tue, was ich kann. Das war's schon. So wie gesagt, was es da oben links ist, das braune Kanal. Schriftlauf sogar. Irgendein Fehler oder so. Ja, das war Counter-Strike Condition Zero gelöschten Plane. Ich hatte mir das mal vorgestellt, dass ich das auch mal Let's Play. Ich habe nämlich geguckt, YouTube und so. Und so wie ich gesehen habe, hat es noch keiner Let's Play. Deswegen dachte ich mir, freut mich auch, dass ich einer der ersten war. Ja, aber als nächstes kommt noch Let's Play. Ich war, bin aber überlegen, ob ich erst Spyro zu graben. Und wir hatten die Metall, was ich schon sage. Das Problem ist halt, ich will die PS1-Spiele nicht mehr auf Monate spielen. Ich habe mir soweit auch alles schon mal besorgt und so. Ich muss mir jetzt immer schnell auf die PS2 oder PS1 besorgen. Das ist nicht das Problem. Ja, und dann, wenn kommt Spyro the Dragon und Resident Evil 2. Ansonsten wird ein anderes Spiel kommen von der PS3. Hab ich mir auch schon eins überlegt. Und zwar, was auch noch kein Deutscher, so wie ich gesehen habe, Let's Played hat. Und zwar, wer das von euch kennt, das war Resistance, Fall of a Man. Der erste Teil. Der zweite Teil haben welche schon gespielt. Ich meine den ersten Teil bekommen. Den dachte ich mir im Let's Play mal, weil ich habe echt noch nicht gesehen, dass es in Deutschland Let's Play hat. Und ist auch ein geiles Ego-Shooter-Spiel. Also ich hab's auch schon durch, also die Events spielt es nicht blind. Und ich muss sagen, das Spiel hat eine Mischung zwischen Call of Duty, würde ich jetzt mal sagen, also irgendein, oder Medal of Honor, also so Kriegsspiel, und Halo. Das sehen zwar mixen ist das ja. Also total cool gemacht, auf jeden Fall. Ich denke mal, die meisten kennen das, vor allem den zweiten Teil kennen viele. So, ansonsten werde ich das jetzt playen, falls ich das mit vorne schaffe mit der PS1 und 2. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mir noch eine holen. Weil ich damals die meinem Bruder gegeben habe. Und das sind wir hier. Ich muss gucken, ob ich die dann von ihm erstmal wieder zurückhole. Ziemlich viele Schäden, dann ist mir so. Fingern wir mal an rumzuspringen oder immer rauszuhängen. Ich hab schon ein paar Jahre auf dem Kuchen. Mal gucken, will ich mal hier ein. Oder hier, genau. Oder die halt zurückkommen.
Ja, wie gesagt, das war's von dem Let's Play Color Strike Condition Zero und der gelöschten Szene. Ja, wie gesagt, das Witzige an dem Spiel ist dieser Akzent, den sie überall haben. Aber das ist irgendwie davon abhängig, wo, in welchem Ort wir sind. Zum Beispiel, in den Russen, wo wir in Russland waren, hatten sie auch den Akzent des Russen, wenn sie auf Deutsch geredet haben. Ich kann gut deswegen sagen, ansonsten weiß ich es nicht. Ansonsten gutes Spiel auf jeden Fall. So ein Spiel könnte ich mir noch richtig genial vorstellen, wenn sie das von Counter-Strike Source übernehmen. Die Grafik her davon. Richtig geil. Bei Counter-Strike Source bin ich eher darauf fixiert als 1.6 oder Condition Zero, weil ich mehr Sources spiele. Jetzt gibt's noch so eine Version. Und wie gesagt, viele fragen mich auch wegen Kabal. Kabal-Level wird ewig weiterlaufen, solange es eine neue Dungeon kommt. Es kam auch schon mal abfragen, ob ich alle Bosse noch sagen kann oder was. Oder Nation War einen mitmacht. Nation War, muss ich sagen, bin ich kein Hecht mehr. Würdet ihr mich eher nur verrecken sehen, als irgendwie krasse Kills zu machen oder so. Aber wenn es wirklich viele wollen oder so, dann mache ich das auf jeden Fall. Also Boss Monster Hunting, das steht auf jeden Fall schon mal fest. Wann ich das rausbringen, kann ich noch nicht sagen, weil es wird ein bisschen schwer sein, die ganzen Bossen zu finden. Ja, sei es Forgotten Wien, Pontus. Der schwerste wird sein in Lakeside. Jeder, der ihn kennt, Badak, der wird ja von jedem gejagt. Und der ist so gut wie nie da. Da muss ich Glück haben, dass ich den mal erwische. Und dann kann ich auch nicht viel zu erzählen oder so, dann muss ich ihn sofort kaputt hauen. Weil ansonsten kommt gleich ein anderer Spieler. Also wie gesagt, der wird nur gehandelt. Ja, ich trinke jetzt mal ein. Ich mache jetzt noch eine Zigarette. Weiß gar nicht. Bin ich durch? Ob da noch Bonus-Dinger gibt? Nur Gedanken noch zu spielen. Ja, kein Problem. Hab ich gern gemacht. Keine Ahnung, ob es irgendwie noch besondere Missionen gibt, kann ich... Guck ich aber nach, könnt ihr auch nochmal sehen. Ansonsten verabschiede ich mich dann. Hallo Ammer. Eine Karte. Freigeschaltet, Hochhaus, Action. Gut, haben wir alles erledigt. Ich will wieder zurück. Ich will nicht spielen. Ja, wir haben es auch mittel durch. Finde ich gutes Ergebnis, auch wenn ich oft verreckt bin an manchen Stellen. Mein Gott. Na gut, wie gesagt, bis dahin. Tschüss.